Insgesamt muss man sagen, dass in 2001 58% aller Sterbefälle sich während der Dienstzeit von Niels H. dort auf dieser Station 211 ereigneten und noch einmal 11% aller Sterbefälle unmittelbar im Anschluss an seine Dienstschicht, also auch in einem durchaus zeitlich engen Zusammenhang. Dahinter steckt immer noch ein Mensch. Es ist ja nicht nur der Mörder, der diese Taten begangen hat, sondern es ist immer noch ein Mensch. So traurig und unfassbar das alles war, bei meiner Festnahme hatte ich auch ein Gefühl der absoluten Erleichterung. Endlich war alles vorbei. Wir sind hier, weil wir heute ein gerechtes Urteil hören wollen. Und dass der Kampf, den wir Angehörigen für die Opfer gekämpft haben, dass der erfolgreich war und dass wir die Sache abschließen können. Wenn ein Pfleger im Krankenhaus direkt neben den Ärzten im Zimmer solche Taten vollbringt, was ja nicht gemacht werden muss, weil die Patienten nicht irgendwie diesbezüglich so behandelt werden müssen. Ich weiß nicht, ist das nicht skrupellos? Also wenn man sich das so vorstellt, der Chef ist nebenan und ich mache hier irgendwas Strafbares, ich weiß, ich würde den Job verlieren oder so. Also ich finde auch die ganzen anderen Sachen, er hat es ja nicht einmal gemacht. Er sagt ja immer noch, es ist ein großes Fragezeichen. Er hat sich ja mit seinen Taten gar nicht auseinandergesetzt. Und wie ist es? Kann man das wirklich alles so verdrängen? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gutachten nicht gelesen. Ich glaube, ich möchte es auch gar nicht lesen. Und man kann solch einem Menschen auch nicht vergeben. Und man ist froh, wenn das heute einen Abschluss hat. Und den vierten Prozess werde ich mir sicherlich nicht mehr ansehen. Na, er ist schon ein gestandener Mann, nur wenn man ihn näher kennt und wenn er dann auch Vertrauen zu einem fasst und wo er sich dann auch mal ein bisschen öffnen kann, dann kommt auch ein anderer Nils zutage, nämlich der, der über seine Taten nachdenkt, der das Ganze bereut, der ganz genau weiß, was er getan hat und der dann vernünftig darüber redet. Ansonsten natürlich, er ist ein gestandener Mann, er ist ein lustiger Mensch, ein sympathischer Mensch, was die meisten, denke ich, eben nicht nachvollziehen können, da man ihn nur so auf seine Taten reduziert, aber dahinter steckt immer noch ein Mensch. Es ist ja nicht nur der Mörder, der diese Taten begangen hat, sondern es ist immer noch ein Mensch. Aber zumindest was die relevanten Örtlichkeiten angeht, fange ich zunächst einmal mit den möglichen Taten von Niels H. im Klinikum Oldenburg. Dort begann er seinen Dienst im Juni 1999 auf der Kardiointensivstation. Seine begleitende Einarbeitungszeit betrug dort wie üblich ungefähr 3 Monate, dürfte also etwa Ende August 1999 beendet gewesen sein. Das ist so eine Phase, wo ein Krankenpfleger immer von einer erfahrenen Fachkraft begleitet wird. Seinen ersten Mord, das klang eben schon kurz an, den wir ihm zurzeit nachweisen können, datiert auf den Februar 2000. Taten aus dem Jahr 1999 lassen sich zurzeit nicht nachweisen, auch wenn Niels H. selbst angegeben hat, kurz nach Ende seiner Einarbeitungszeit bereits Manipulationen begangen zu haben, die aber wohl nicht tödlich endeten und insofern heute nicht mehr nachweisbar sind. Ab und bis Dezember 2000 lassen sich auch auf der Kardiointensivstation ausschließlich Taten unter Verwendung der Wirkstoffe Eichmalin, das Medikament heißt Gilurhythmal, und Lidocain nachweisen. Und erst ab Dezember 2000 lassen sich am Klinikum Oldenburg Taten unter Anwendung von Kalium bzw. Kaliumchlorid nachweisen.
im Dezember 2000 und weiter dann im Jahr 2001 steigt dann die Anzahl der vermutlich nachweisbaren Taten von Nils H. signifikant an. Es gibt eine sehr deutliche Verdichtung. Insgesamt muss man sagen, dass in 2001 58% aller Sterbefälle sich während der Dienstzeit von Nils H. dort auf dieser Station 211 ereigneten und noch einmal 11% aller Sterbefälle unmittelbar im Anschluss an seine Dienstschicht, also auch in einem durchaus zeitlich engen Zusammenhang. Insgesamt können wir derzeit für das Klinikum Oldenburg 36 Morde in einer Art und Weise belegen, dass tatsächlich eine Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft naheliegen scheint. Besonders erschreckend, soweit man das angesichts dieser Zahlen überhaupt so sagen kann, ist die Tatsache, dass Nils H. diverse Patientinnen und Patienten eben mehrfach vergiftete. Bis zu dreimal führte er durch die Verabreichung von herzaktiven Medikamenten eine Reanimation herbei. Zweimal konnten die Opfer ins Leben zurückgeholt werden, bis sie schließlich nach der dritten Vergiftung dann im Zuge der Reanimation verstarben. Auf der Station 211 selbst gab es im August 2001 dann eine Besprechung mit allen Pflegerinnen und Ärzten. Thema: die vielen unerklärlichen Reanimationen und Todesfälle, die hohen Kaliumspiegel, für die man keine Erklärung hatte. Nils H., der an dieser Besprechung selber teilnahm, schilderte es jedenfalls so, dass er seinerzeit das Gefühl habe, man käme ihm auf die Schliche. Unmittelbar nach dieser Besprechung meldete er sich krank für etwa 3 Wochen. In diesen 3 Wochen sind im Übrigen nur in Anführungsstrichen 2 Patientinnen verstorben auf der Station. Er nimmt seinen Dienst dann wieder zum Wochenendnachtdienst vom 13. bis zum 16. September 2001 wieder auf und allein in dem Nachtdienst vom 14. auf den 15. September 2001 mussten 5 Patienten insgesamt 14 Mal reanimiert werden. 3 dieser Patienten verstarben in dieser Nacht. Die beiden anderen starben, einer in der Nacht darauf und ein anderer wenige Tage später. In 3 dieser 5 Fälle konnte der Wirkstoff Eichmalin nachgewiesen werden, in dem 4. Fall der Wirkstoff Lidocain und der 5. Patient wurde feuerbestattet und ist insofern einer weiteren Beweisführung nicht zugänglich. Auffällig ist hier auch, dass wohl Nils H. selbst in den Patientenaufzeichnungen darauf hinwies, dass die Kaliumwerte jeweils in Ordnung seien. Er selbst hat mittlerweile eingeräumt, mit anderen Substanzen gemordet zu haben, um eben von dem Verdacht eines Kaliummissbrauchs abzulenken. Diese unglaubliche Häufung von Reanimationen und Todesfällen allein an diesem Wochenende war im Übrigen auch den allermeisten Zeugen, die wir vernommen haben, noch erinnerlich. Es muss also etwas Besonderes gewesen sein, denn ansonsten ist das Erinnerungsvermögen der Zeuginnen und Zeugen aus Oldenburg in sehr vielen Fällen nicht besonders gut ausgeprägt. Angesichts solcher Szenarien stellen sich alle, auch wir, immer wieder die Frage: Hätte nicht an irgendeiner Stelle etwas passieren müssen? Man habe den Hinweisen keine ausreichende Beweiskraft erkannt, um die Ermittlungsbehörden einzuschalten. So lautet ja die Erklärung der heutigen Geschäftsführung des Klinikums Oldenburg dafür, warum es keine andere Reaktion auf diese festgestellten Auffälligkeiten gegeben habe. Nach unseren Erkenntnissen hatte Nils H. kein Muster. Es gab keine Präferenzen. Mal waren die Opfer gerade erst auf die Intensivstation eingeliefert worden. Mal lagen sie dort schon mehrere Tage. Mal waren es Männer, mal waren es Frauen. Auch Alter oder der gesundheitliche Zustand schien keine gravierende Rolle zu spielen. Nils H. selbst hat angegeben, bevorzugt Patienten ausgewählt zu haben, deren gesundheitlicher Zustand schon sehr kritisch war. Aber auch hier bleiben, wie so oft, Zweifel. Dies lässt sich durch die medizinischen Gutachten zum einen nicht wirklich bestätigen, und scheint auch vor dem Hintergrund der von ihm angegebenen Tatmotivation, nämlich sich hervorzutun durch Reanimation, fragwürdig. Grundsätzlich gilt: jede Reanimation ist eine unglaubliche Belastung für den menschlichen Körper und birgt immer das Risiko, fehlzuschlagen. Dieses Risiko steigt, je schlechter der gesundheitliche Zustand eines Menschen ist. Wer also erfolgreich reanimieren möchte, dürfte sich im Grunde genommen gerade keine Opfer aussuchen, deren Gesundheitszustand bereits kritisch ist. Meine Damen und Herren, jede einzelne Tat ist gleichermaßen tragisch und auch grausam. Seinen letzten Mord hat Nils H. am 24. Juni 2005 etwa gegen 19 Uhr begangen. Am 22. Juni 2005 wird Nils H. durch eine Kollegin und einen Kollegen quasi auf frischer Tat ertappt, wie er einem Patienten etwas injiziert, wie der Perfusor auf Null gestellt ist und auch der Alarm des Überwachungsmonitors ausgeschaltet ist. Am 24. Juni, etwa um die Mittagszeit, trifft das Ergebnis der vom Krankenhaus selbst beauftragten Blutuntersuchung des Patienten ein und es steht fest,
dass sich der Wirkstoff Eichmalin in dem Blut nachweisen ließ. Um 15 Uhr treffen sich Verantwortliche des Krankenhauses Delmenhorst, verantwortliche Ärzte und Pfleger, um die Situation zu besprechen, und man einigt sich darauf, vorläufig nichts zu unternehmen, weil Nils H. mit Ende des Spätdienstes so oder so Urlaub gehabt hätte. Und eben diese Entscheidung war tragisch, und für die Patientin, die durch Nils H. gegen Ende seines eben letzten Spätdienstes um ca. 19 Uhr vergiftet wurde, auch tödlich. Wie Ihnen bereits bekannt ist, ist unter anderem auch dieser Umstand Teil der Anklage der Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen die Verantwortlichen des Krankenhauses in Delmenhorst. Die Abläufe an eben jedem 24. Juni 2005 sind aber irgendwie sinnbildlich für das Versagen von Verantwortlichen, für deren völlig falsche Bewertung von vorliegenden Fakten und die tragischen Folgen, die sich für die Patientinnen und Patienten daraus ergeben haben. Also wir sehen uns ein bis zweimal im Monat, und Nils beantragt immer einen Besuch, meistens immer am Freitagabend, und also wie gesagt, ein, zweimal im Monat treffen wir uns dann zum Besuch. Er arbeitet sehr an sich, er versucht das ganze Geschehene aufzuarbeiten. Er ist jetzt schon lange im Gefängnis, 7 Jahre, und auch die ganze Zeit über ist er intensiv dabei, das Geschehene für sich irgendwie aufzuarbeiten, was ihm sehr, sehr schwer fällt. Er hat viel Unterstützung durch die Anstaltspsychologin, durch die Anstaltsseelsorgerin. Das ist ihm sehr wichtig. Er nimmt an vielen Angeboten, die die Anstalt anbietet, wahr. Also verschiedene Therapiegruppen, um zu versuchen, das Ganze aufzuarbeiten, dass er das für sich nachvollziehen kann, was überhaupt alles passiert ist, wie es dazu kommen konnte, um dann auch für sich den Entschluss gefasst, dass er so in den nächsten Prozess dann im nächsten Jahr reingehen möchte, um eben noch mehr mitzuarbeiten, noch mehr zu erklären, um letztendlich auch den Angehörigen der Opfer irgendwo eine Gewissheit zu geben oder eine Erklärung zu geben, was überhaupt passiert ist, was ihn alles dazu bewegt hat. Also Nils ist sich bewusst, dass diese Taten absolut nicht entschuldbar sind, und ihm ist auch bewusst, dass er von niemandem erwarten kann, dass ihm irgendeiner dafür verzeiht. Nils hat mal eine ganze Zeit probiert, versucht, seinen ganzen Lebenslauf so ein bisschen aufzuschreiben, um das ganze Geschehene oder bis zu den Taten sich einmal von der Seele zu schreiben, alles, was ihn so bewegt, seinen ganzen Werdegang, seine Geschichte, wie es alles dazu gekommen ist, und ja, letztlich auch ein bisschen über die Taten und auch das, gerade was jetzt aktuell ist mit den Kollegen, dass man das doch damals alles hätte viel früher verhindern können. Zu dem, was jetzt gerade so aktuell ist, schreibt Nils zum Beispiel: Sorry, ich wiederhole mich. Es ist mir aber sehr wichtig mitzuteilen, dass ich durch meinen Missbrauch von Alkohol und Medikamenten nichts entschuldigen möchte. Oh Mann, ich weiß den Zeitpunkt nicht mehr, aber irgendwann habe ich mir keine Mühe mehr gemacht, irgendetwas zu vertuschen. Ich erinnere mich gerade an einen Vorfall, wo meine Kollegin Brigitte sogar gesehen hat, wie ich Eichmalin injiziert habe. Zu wissen, dass die Stationsleitung Ampullen überreicht bekommen hat und diese dann gesagt haben, Schnauze halten und wegwerfen, ist für mich nicht fassbar. Was danach alles passiert ist, das alles hätte verhindert werden können. Nur eine Meldung und es wäre endlich vorbei gewesen. So traurig und unfassbar das alles war, bei meiner Festnahme hatte ich auch ein Gefühl der absoluten Erleichterung. Endlich war alles vorbei.
Er hätte nach der ersten Verurteilung, wo er schon, oder nach der zweiten Verurteilung, wo er lebenslänglich bekommen hat, hätte er meiner Meinung nach alles auf den Tisch legen müssen. Und dann nicht erst anfangen müssen, von 30 zu reden und im weiteren Verlauf dann hier noch und dort noch. Das fand ich überhaupt nicht gut von ihm, weil es an seiner Strafe nichts ändert. Von daher hätte er viel früher damit aufklären können und auch müssen. Da haben wir schon oft oder öfters Streitgespräche darüber geführt, dass ich das eben absolut kritisiere und überhaupt nicht gut fand von ihm. Und das habe ich ihm auch so ganz deutlich gesagt.